Ranghoher Hamas-Führer im Gazastreifen getötet. Israel spricht von komplexem Angriff. Krieg in der Ukraine. Russland beschießt 300 Wohnhäuser in Odessa. Krieg in der Ukraine. Munitionsmangel an der Front. Nach Brückeneinsturz in Baltimore. Vermisste vermutlich tot. Der ranghohe Hamas-Führer im Gazastreifen Marwan Issa ist bei einem israelischen Luftangriff vor 2 Wochen getötet worden. Das bestätigte Israels Armee. Deren Sprecher Daniel Hagari sprach dabei von einem komplexen und präzisen Angriff der Luftwaffe. Marwan Issa חוסל בתקיפה שביצענו לפני כשבועיים יחד עם רזי אבו תמר. מרואן איסא, סגן של מוחמד דף, מספר 3 בחמאס, מתכנני הטבח של 7 באוקטובר. רזי אבו תמר, מפקד חטיבת מחנות המרכז של חמאס לשעבר, וכיום אחראי על אמצעי הלחימה והרשת של חמאס על כלל מערכיו. Der oberste Hamas-Führer Ismail Haniyeh erklärte bei einem Besuch im Iran, dass Israel sämtliche strategischen und militärischen Ziele verfehlt habe. Zugleich hätte das Land den Schutz der USA verloren. Unterdessen wurden bei einem israelischen Luftangriff in Rafah mindestens 16 Menschen getötet. Laut Medienberichten war in der Nacht zum Montag ein Wohnhaus im südlichen Gazastreifen getroffen worden. روحنا ننام لسه على الساعة 12 ونص عمال قاعد بدي انام يعني خلص صاروخ F-16 دمر البيت على الاخر. Während Israel seine Militäroffensive fortsetzt, werden weiterhin Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht, auf dem Landweg oder aus der Luft. Vor allem im nördlichen Gazastreifen ist die Not der Zivilbevölkerung besonders groß. Nach dem Einsturz einer mehr als 2 Kilometer langen Brücke in der US-Stadt Baltimore haben die Rettungskräfte die Suche nach 6 vermissten Menschen eingestellt. Zum Zeitpunkt des Einsturzes sollen sich 8 Bauarbeiter auf der Brücke befunden haben, die Schlaglöcher reparierten. 2 von ihnen wurden gerettet. Based on the length of time that we've gone in the search, the extensive search efforts that we've put into it, the water temperature, that at this point we do not believe that we're going to find any of these individuals still alive. Kurz vor dem Einsturz hatten die Behörden als Reaktion auf einen Notruf den Verkehr auf der Brücke gestoppt. So gelangten keine weiteren Autos auf die Brücke. Einwohner des Bundesstaats Maryland machen sich Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen. The beltway is going to be down for 4 years. But the main thing they got to do right now is get that shipping channel open, because you're going to punish Baltimore, the cruise liners, Caterpillar, heavy equipment, Mercedes-Benz, our coal export, everybody. That's our biggest moneymaker in the whole state, right there, the Port of Baltimore. And now your moneymaker is shut down. Ein Containerschiff hatte die im Jahr 1977 erbaute Autobrücke in der Nacht zu Dienstag gerammt und so zum Einsturz gebracht. Die Brücke überspannte den Patapsco River, eine wichtige Wasserstraße zu einem der größten Frachthäfen der USA. Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck plädiert angesichts der aktuellen Weltlage für mehr Rüstung. Deutschland und Europa hätten keine andere Wahl. Das erklärte der Grünen-Politiker in einem Interview mit Euronews. Man hat nicht gesehen oder man wollte es nicht sehen, was Putin treibt, wie stark er dort seine Armeen aufbaut. Ich möchte nicht gerne Geld für Armeen und Rüstung ausgeben. Ich kann mir das besser vorstellen für Bildung, für Forschung, für Weiterbildung, für Klimaschutz, für Nachhaltigkeitskriterien. Aber wir müssen es tun. Die Zeit, wo man es nicht möchte, ist vorbei. Deswegen müssen wir die Militärausgaben erhöhen, um uns schützen zu können, auch eine eigene europäische Schutzgarantie geben zu können, nicht nur die Amerikaner als Garant sehen, sondern wir müssen da selber wehrfähiger werden. Und das fällt mir nicht leicht zu sagen. Die Rüstungsausgaben sind in den letzten 2 Jahren gestiegen, weil wir die Ukraine so stark unterstützt haben. Sie müssen meiner Ansicht nach aber verstetigt werden, auch für, man muss ja schon fast sagen, die Instandsetzung der europäischen und jedenfalls der deutschen Armee, um ein bisschen was zu können.
Bei russischen Luftangriffen auf Odessa sind 300 Wohnhäuser beschädigt worden, 10 Menschen wurden verletzt. Wegen der massiven russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur haben Tausende von Menschen in der Ukraine nach wie vor keine stabile Stromversorgung. Мы это в 16-м пережили, выехали сюда. И, конечно, это очень повторно и больше некуда ехать. Russland hat seine Angriffe auf Grenzgebiete der Region Sumy im Nordosten der Ukraine verstärkt. Bewohner der Region wurden in die Westukraine evakuiert. Дуже багато літає тих дронів, ховаться то на як і куди. Ну ми вирішили з дітьми виїхати. Zuletzt warf Russland 54 Bomben auf das Dorf Velikaya Pesarovka ab, das im Frühjahr 2022 von russischen Truppen besetzt worden war. Die Ukraine leidet weiterhin unter Munitionsmangel. Auch die vom Westen geplanten Lieferungen seien nicht ausreichend, um einen signifikanten Fortschritt im Kriegsgeschehen zu erreichen. Снарядів завжди не вистачає. Ну, вони в нас є, але завжди мало. Потрібно більше. Die ukrainische Regierung investiert in die heimische Verteidigungsindustrie. Private Fabriken produzieren nun in großem Maßstab Waffen und Munition. Sie übernehmen eine Branche, die zuvor von staatlichen Unternehmen dominiert wurde. Ми виробляємо боєприпаси для 120-ї міни, 82-ї і 60-ї. Також питаємося, ми зараз, вірно, не питаємося, налажуємо производство двигателів для дронів і боєприпаси для дронів. Die Rüstungsindustrie ist im vergangenen Jahr stark gewachsen, wobei die Produktion von Mörsergranaten um das 40-fache und die Artilleriemunition um fast das Dreifache gestiegen ist. Ми дуже активно працюємо над нарощуванням обсягів виробництва. Ми спілкуємося щоденно з замовниками нашими, тому ми, скажімо так, розуміємо вплив, який та техніка має на хід бою, на хід війни. Der Arbeitskräftemangel durch Mobilisierung und Bürokratie ist ein weiteres Problem, das die Ukraine bekämpfen muss. Якщо з такими темпами поставок буде БК, то будуть готуватись вони вже до війни, будуть копати траншеї такі, як ми, і будуть помирати хлопці на війні. От і все. Bei einer neuen Umfrage, die von Ipsos exklusiv für Euronews durchgeführt wurde, gaben 49% der Befragten an, dass die illegale Einwanderung für sie das wichtigste Thema sei. In der Prioritätenliste der Europäer landete sie auf Platz 4. Die drei Top-Themen drehten sich alle um die Wirtschaft. Dann kam jedoch Migration, eine Frage, die den Befragten wichtiger war als etwa der Klimawandel und die europäische Verteidigung. Dem Direktor des Europäischen Zentrums für Migrationspolitik zufolge spielt die zunehmende öffentliche Wahrnehmung der in Europa ankommenden Migranten dabei eine Rolle. In 2015 we saw very high levels of public concern that fell off during the pandemic quite significantly and now we see it rising again. So I think these perceptions are really important. Clearly there are issues objectively occurring, but this subjective perception drives this salience. In den Niederlanden, Deutschland und Portugal sind die meisten Menschen der Meinung, dass der Kampf gegen illegale Einwanderer Priorität haben sollte. Zugleich sind dort die rechtsextremen Parteien auf dem Vormarsch. A significant thing is the presence of radical right political parties, Wilde in the Netherlands, Alternative for Deutschland in Germany and Cheka in Portugal. Political parties which have politicized the migration issue and I think have been driving or contributing to public concern about the issue. Dabei wird die europäische Migrationspolitik scharf kritisiert. 71% der EU-Bürger sind überzeugt, dass die Europäische Union die Grenzkontrollen verstärken sollte, während nur 28% eine Willkommenskultur befürworten. In Spanien sprachen sich 41% der Befragten für eine Aufnahme der Einwanderer aus.
I think fundamentally it boils down to people wanting to see a system that works, to see that there is a system and that it functions and that member states can agree with each other. But what they see instead is member states disagreeing with each other about what the policy should be, continual disputes about migration. Viele Experten sind der Meinung, dass die Migrationsdebatte den Wahlkampf vor der Europawahl dominieren wird. Das könnte auch den Aufstieg rechtsradikaler Kräfte bedeuten. In den USA ist ein Teil einer wichtigen Verkehrsbrücke in der Stadt Baltimore eingestürzt. Es werden mehrere Todesopfer befürchtet. Mehrere Fahrzeuge stürzten ins Wasser, nachdem ein Pfeiler des Bauwerks von einem Containerschiff gerammt worden war. Das Schiff fing Feuer nach dem Zusammenstoß mit der Francis Scott Key Bridge. Eine Rettungsaktion mit Booten und Hubschraubern wurde eingeleitet. Berichten zufolge suchen die Einsatzkräfte im Patapsco River in der Hafenstadt Baltimore nach bis zu 18 Personen. Zwei konnten bislang gerettet werden. Nach Angaben der örtlichen Behörden sind mehrere Fahrzeuge, darunter ein Lastwagen mit Anhänger, in den Fluss gestürzt, als die Fahrbahn zusammenbrach. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Francis Scott Key Bridge mit einer Länge von 2,5 Kilometern wurde im Jahr 1977 erbaut.